Anfang des Jahres sorgte der linke Club White Rabbit für Aufsehen. Kurzzeitig wurden alle Flüchtlinge an der Tür abgewiesen, weil es mehrere schwere Übergriffe gegeben hatte. Wir treffen einen jungen Mann, der seit Jahren als Türsteher im Freiburger Nachtleben arbeitet. Er will nur mit uns sprechen, wenn er unerkannt bleibt. Mein linkes Herz blutet, wenn ich das sage. Ich sage das wirklich nicht gerne, aber Geflüchtete sind überproportional häufig in Konflikte im Nachtleben verwickelt. Und mit diesen Konflikten meine ich verbale und körperliche Gewalt, Diebstähle und sexuelle Übergriffe. Wie sehen die aus, also sexuelle Übergriffe? Was ist da so das Spektrum, was man sich darunter vorstellen muss? Hartnäckiges Baggern, einfach nicht aufgeben, obwohl die Frau schon ein-, zweimal klar signalisiert hat, ich will nicht mit dir reden, ich will nicht mit dir tanzen. Es ist für die Mädels manchmal richtig eklig. Die laufen von der Toilette zurück auf die Tanzfläche. 20 Typen, die im Vorbeigehen sagen, hey Baby, how are you? Und es wird gegrapscht. Es sei nur eine kleine Minderheit der Flüchtlinge, betont er. Aber die Übergriffe seien so massiv, dass er sie öffentlich machen will. Auch wenn das viele nicht hören wollen. Gerade hier in Freiburg ist das schon tabuisiert. Also ich laufe tatsächlich Gefahr, angefeindet zu werden für die Sachen, die ich hier sage. Woran liegt es, dass man sowas nicht offen benennen kann, wenn es denn tatsächlich die Realität ist? Man befürchtet eben, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit dadurch zu unterstützen. Und das ist das Letzte, was wir wollen. Und ich ja auch nicht. Auch er ist dafür, weiter Flüchtlinge aufzunehmen. Aber für deren Integration sei es notwendig, Probleme klar anzusprechen.